Nieder mit den Hunden des Barons! Die Revolution hat begonnen! Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen! Dann macht's mal gut, Schwarzkittel! Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Na super, also die Götzen töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Das ist natürlich viel besser als die sogenannten Schwarzkittel. Das heißt, wir kommen von einem Übel ins nächste. Das heißt, sie rotten die gesamte Bevölkerung aus, wenn sie sich ihnen nicht anschließt. Das ist doch eine richtige arschige Aktion. Das ist doch noch viel schlimmer als die Schwarzkittel. Wollen wir dann rüber ins Berg? So, das kennen wir ja schon. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück bei Thief. Wo wie ich? Ich habe den Ladebildschirm gespart und bin schon mal aus dem Turm rausgekommen. Wir müssen ja eh in den Crippled Barrack. Und da haben wir jetzt diese komischen Typen. Wieso sieht er mich eigentlich nicht? Da laufen jetzt statt zwei Wachen, laufen jetzt zwei von den... Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Das sind zwei Götzen, ne? Die erkennt man daran, dass die sich irgendwas Rotes... Ach, guck mal, links die Bandage an der Hand. Aua. Noch aus der letzten Episode. Die sind doch jetzt auch nicht viel besser. Jetzt laufen die Patrouille. Was ist denn das für eine völlig sinnlose Revolution? Das ist doch völlig sinnlos. Außer, dass wir jetzt noch mehr Wachen auf den Straßen haben. Das ist doch voll für den Arsch. Also ganz ehrlich, ist ja lächerlich. So, wir betreten den verkrüppelten Barrack. Da haben wir eh noch einen Ladebildschirm. Deswegen habe ich den vom Turm jetzt gespart. Hier ist auch sehr schöner Ladebildschirm. Übrigens möchte ich mich immer an den Tresen setzen und einfach mal einen Humpen ordern oder hier vorne sitzen mit einem Kanten Brot und einer, weiß ich nicht, was isst man denn da? Eine Bohnenpfanne? Tyrann flieht verängstigt vor den Götzen! Werft die Ketten ab! Bewaffnet euch mit Glauben und streckt die Unterdrücker nieder! Heute nehmen wir die Stadt im Namen von Orion! Hängt die Wache am Galgen auf! Jeder soll sehen, wem die Stadt jetzt gehört! Jawohl, jawohl, so soll es sein! Verfolgt jeden Schwarzkittel! Stöbert sie auf! Verfolgt alle, die nicht sind wie wir! Verfolgt sie! Northquest fürchtet uns! Zeigen wir ihm, dass sein Eisenkäfig uns nicht länger festhält! Da zeigen wir es ihm! Jawohl! Kämpft! Kämpft für euer Leben! Für eure Familie! Orion kann uns alle heilen! Es wird spät. Immer diese Zwillinge überall. Ach, der Besso ist ja auch gar nicht mehr hier. Stimmt ja. Der hat ja gesagt, wir sollen ihm seinem Dingens da aufsuchen. Zauberkerze. Oh, diesmal ist das Licht weg. Doch keine Zauberkerze mehr. Ich habe etwas für euch. Ach, da oben. Haben wir was Neues in der Zeitung? Verrat mir mal was Neues. So. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Für alle also? Schnaps und Nutten. Naja, gut, wohl nicht. Schlagstockschaden. Aha, deutlich und erheblich ist natürlich auch super. Lederpolsterung erhöht die sichere Fallhöhe. Das möchte ich ja wohl auch nochmal kaufen. So, ich weiß nicht warum. Es kann sicherlich nicht schaden. Da haben wir eine gute eine gute Fußeinlage. Verringert die Zielzeit leicht, verringert die Zielzeit erheblich. Vielleicht kaufen wir das mal, dann können wir schneller schießen. Kann ja nicht schaden. Der Bogen ist übrigens super und der Rest kostet 1800 oder was. Das ist ja na super. Können wir uns gar nichts leisten. Scheiße. Bleibt in den Schatten. Ja, woanders wollen sie mich ja leider auch nicht haben. Ist doch egal, wer an der Macht ist. Wir sind immer die letzten Pisser, egal wem wir helfen. Wir haben immer gar nichts zu lachen, offenbar. Wir werden immer von allen umgebracht. Naja. Würde ich mich ja gerne... Gerade habe ich mich noch gefreut in der Anfangssequenz, dass die Wachen jetzt umgelatzt werden. Dass wir hier ein bisschen freier herumlaufen können. Aber es wäre natürlich nicht Thief, wenn wir hier einfach bequem durch die Gegend schwadronieren könnten. Nein, wir müssen schleichen. Das wird jetzt sogar noch ein Stückchen schwerer, glaube ich. So müde. Ah, ihr Säcke. Einer so nutzlos wie der andere. So, kann ich hier eventuell durchs Fenster? Bringt mir das was? Halte E. Ich halte
und benutze. Ja. Finde ich cool übrigens, links mit der Bandage, mit der blutigen, dass er die jetzt immer hat. Und nicht, dass die einfach nur weg ist und er hat den Pfeil rausgezogen und Ende. Ja, so, hier durch. Das Zimmerchen kennen wir ja schon. Und mir schwant Übles. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt vom Regen in die Traufe. Gelaufe. Und jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Hallo, kann ich euch trauen? Na. Ich habe das Gefühl, letzten Endes sind jetzt hier einfach nur noch mehr Wachen. Und das gefällt mir hier natürlich gar nicht. Genau an der Stelle, wo ich immer Probleme habe. Einmal nur bin ich hier durchgekommen. Ein einziges Mal nur. Annehmen, 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 annehmen. Ja. So, wieder durch. Haben wir hier noch... Hat er wieder was Neues gekauft? Nee, komm, mach's dir zu. Lohnt sich gar nicht. So, halte E. Seufz. Anheben, 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 anheben. Und anhebeln. So. Einhebeln. Einheben, das kann ich. So, jetzt springen wir hier mal ganz kurz rüber. Mal wieder, klettern hier nach oben. Hüpsa, mal wieder. Und dann werden wir gleich erwischt. Was mal ist mit wieder. Unserer Verstärkung? Ich bin die Verstärkung. Es ist niemand mehr da. Was machen wir jetzt? Wir sind geliefert, wenn die uns hier erwischen. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Bergfried ist zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. Na super, wir haben jetzt hier also auch eine Wache mehr. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Na, tolle Wurst. Ich würde gern darüber irgendwie. Was die wohl in den Eintopf werfen? Deine Mutter. Hier sind wir bis jetzt auch noch nicht reingekommen. Wir können zwar super spähen. Ich muss mehr schlafen. Ach, warte mal. So, was haben wir denn da Schönes? Ohrringe. Und ich frage mich immer, wie ich hier reinkomme. John Tellows, schwarze Liste. 29.05.842 nach Range. Huch. Mir eine Kopfhörer runtergefallen, als ich mich gerade kurz am Ohr jucken wollte. Entschuldigung. Lady Christina hat so getan, als hätte sie mich heute nicht gesehen. Habe ein Rad ihrer Kutsche sabotiert, sodass es bricht, sobald sie den gepflasterten Weg erreicht. Wäre gerne dabei gewesen, um ihren Sturz zu beobachten. 4.6.842 nach Range. Wollte ein Montanossi-Gemälde von Joben kaufen, aber er sagte, die Preise seien nach dem Selbstmord des Künstlers enorm gestiegen. Noch vor Ende der Woche werde ich die Sammlung dieses Mistkerls nochmal mit einem Messer besuchen. 12.6.842 nach Range. Wollte einige Juwelen beim Black Pharaoh verkaufen, aber Rube sagte, sie seien zu heiß. Er und Besso haben sich gegen mich verschworen, da bin ich ganz sicher. Besso hat Verbindung. Aber Rube steht jetzt auf der Liste. Na, da frage ich mich mal, wer hier wohnt. Und das Schöne ist, der Typ hat keine Tür. Also eigentlich ist das eine super geile, sichere Wohnung. Eigentlich ist die Wohnung super sicher, aber nur für die Ohrringe... nee. Hat sich voll nicht gelohnt. Hier nicht irgendwo hinkommt, das ist ja zum Mäusemäuse. Wir sind nicht mehr sicher. Wir werden auf jeden Fall wieder Probleme kriegen. Da geht jetzt darum. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Dann geht er aus irgendeinem Grund nach links. Dann guckt er hierher. Ich weiß aber nicht genau, können wir eigentlich dahin, wenn wir nicht. Jo, das geht. Ich speichere mal eben. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Alter, da war gerade Abspringen. Fuck. Voll unaufhänglich hier zu hängen.
Was hat denn der verschmutzige Fingernägel hier vorne eigentlich? Ist ja widerlich. Ich sollte mich nach Dayport schleichen. Alter, jetzt stand er gerade ab. Da steht immer. Da jetzt mal steht er leer, abspringen mal nicht. Nein, hier war nichts. Das war nur Einbildung. Einbildung. Junge, ich sag dir, das war Einbildung. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja? Meinst du wirklich? Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Das Wetter schlägt um. Ich hab Angst, dass der den jetzt runterwirft. Nicht abrutschen. Ah, okay. Der lässt nur ein Beinchen baumeln. Jo, die Wache haben wir weg. Wir müssen da hin. Ich hoffe, die andere Wache... Huch, hallo? Überwacht nicht. Überwacht hier nicht die Gasse. Okay, der überwacht da so ein bisschen. Guckt ein bisschen rum. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Aber ich glaube, da könnte man theoretisch... Komm, geh schon weg. Ein Königreich für einen Kaffee. So. Huch, guten Tag. Ich mach das immer so. Ich bin Street-Künstler. So, wir betreten das Südviertel. Mann, 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 der Besso macht es uns aber nicht einfach. Ich habe das Gefühl, wir laufen das ganze Spiel lang nur dem Besso hinterher. Und zwischendurch machen wir den ein oder anderen Nebenauftrag. So kommt es mir gerade vor. Der Besso hat eben eine besondere Rolle eingenommen, sozusagen. Und, das eine Haus haben wir schon ausgeräumt, das stimmt. Ich erinnere mich, da wo die Falle war, das Haus haben wir schon ausgeräumt. Hier sind aber noch normale Wachen, ne? Ich brauche eine Pause. Huch, hallo? 20 Frames? Was ist denn hier los? Jetzt geht's wieder 60 Frames. Oh, will hier mal hinkotzen, das ist so ekelhaft. Ach. Ist das einer von denen? Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren's 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Ich wollte nur mal wissen, wo es hier hingeht. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Die quatschen wieder, das kennen wir schon, haben wir schon mal gehört. Und ich gehe mal ganz kurz hier durch. Wo kommen wir denn hier hin? Gleich wieder ein Ladebildschirm. Das heißt, wir werden nicht vorgewarnt, wo die nächste Mappe kommt. Die nächste Mapse-Karte. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. Und wir wissen nicht, wo wir sind. Ach doch, Dächer von Riverside. Hey, ich freue mich. Aha. Möchte ich hier überhaupt runterspringen? Eigentlich möchte ich ja Besso retten. Ich möchte hier gar nicht runterspringen. Ich gehe mal wieder zurück. Natürlich durch den formschönen Ladebildschirm. Seufz. Also für den nächsten Thief-Teil, ne? Thief 5 wird da dran gewerkelt, habe ich gehört, / gelesen. Ich wünsche mir wirklich, dass es keine Ladebildschirme mehr gibt. Das wäre so schön. Und diese Fensteranimation, dass man sich die sparen würde. Das wären meine einzigen beiden Wünsche. So, weil die beiden Sachen... Hallo! Gesehen? Nö, nö. Nein. Mir ist nichts. Zu viele schlaflose Nächte, schätze ich. Ja, vermute ich auch mal. Du, das ist ganz normal. Da wird man langsam kirre im Kopf, ne? Geh mal ruhig weiter. Der Schädel. Aber das macht nichts. Okay. Naja, der hat ja eh nichts. Der ist ja eh doof. Komm.
Was soll er jetzt machen? Ach da. So, hat er uns entdeckt, aber ist auch eigentlich scheißegal, weil der kann ja eh nicht rüber. In Klammern hoffe ich. Und natürlich ein Ladebildschirm. Also, habe ich schon erwähnt, was ich mir für den nächsten Thief-Teil wünsche? Ich wünschte, es gäbe keine Ladebildschirme mehr und es gäbe auch keine Fensteröffner-Animation, wo man ständig E drücken muss. Eine Eintopfküche. So, wir sind wieder Skin Market. Upsa. Kriege ich am Ende das Dockfieber? Oder die Schwermut? Na, ich will's doch hoffen. Muss ja auch lohnen für dich. So. Hopsala. Hopsala. Komm ich da irgendwie... Ich muss nach da, ne? Irgendwie 70 Meter. Hier ist ja eh gerade keiner. Das Eselsende an Eelsend. Das Aalende. Daher kommen bestimmt diese Aalleute. Auch bitte nicht immer das gleiche Gespräch. Alle haben es gerade mit Polly Adler gemacht. Die hat aber auch eine ganz schöne Auslastung bei sich in der Schenkelschere, sage ich mal. Wo müssen wir hin? 42 Meter in diese Richtung. Dann kletter ich mal eben so. Da ist schon wieder ein Fenster, wo wir durch können. Möchte ich fast schon gar nicht mehr machen. Hallo? Ja. Na, sieh mal einer an, wer da steht. Oh oh. So, ich speichere mal eben. Wir müssen da durch, kann das sein? Da ist doch was im Busch. Nein, ich will nicht nach unten. Ich wollte von der Kiste runter, Mann. Ich will die Kiste hoch. Ich dachte, er macht das Ding jetzt wieder an. Oh oh. Ich fühle mich hell erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das ist natürlich doof. Hätte er mal ein Aspirin genommen. So, speichern. Ich werde schon wieder zum Speicherklaus. So, wir müssen dahin. Alle haben es gerade mit Polly Adler gemacht. Ich glaube, die hat so einen Ausverkauf. In der Südzone. Oder so ein Grabbeltisch. Grabbelfisch. So, hier kommen wir nicht lang. Ich würde gerne... Sieht mich da jemand, wenn ich hier so lang flaniere? Wollte mich hier mal ein bisschen umgucken. Sieht nämlich ganz cool aus. Hier ist wieder einer, der es mit Polly Adler gemacht hat. Irgendwie... Scheinen das ja ungefähr alle zu sein. Ich glaube, die ganze Stadt hat es gerade mit Polly Adler gemacht. Das Sirenennest. Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht nicht unbedingt durch die Vordertür rein... Obwohl, wenn der Besso da auf uns wartet... Wir haben ja gespeichert. Komm, wir betreten das Sirenennest einfach mal durch die Vordertür. Der Besso wartet ja da auf uns. Das muss ja irgendwie die nächste Kneipe sein. Die ist bestimmt, Ja. Du siehst fast wie ein Mensch aus, Besso. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist.
Ich muss Nachforschungen anstellen. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktion? Bin ich euer Mann? Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Ich werde zur Witzfigur der übelsten Sorte. Neues Ziel. Erreiche das Boot. Der geht uns doch jetzt nicht hinterher. Nein, er steht nur herum. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Na, lass mal horchen, Meister. Oh. Einem Unterhalter in Not. Alter, neun Aufträge haben wir. Ich dachte, wir gehen jetzt zum Boot, aber wir haben neun Nebenaufträge. Steht das Gemälde? Lass dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Ja, ich offenbar auch nicht, wie es aussieht. Wir haben dann auf jeden Fall Pinselstrich des Wahnsinns, der verschwundene Dichter. Ich würde sagen... Helft ihr einem Unterhalter in Not? In der nächsten... Lass dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Ja, habe ich mir ja fast gedacht. So, wir gehen heute Abend... Ich bin hier, falls du es dir anders überlegst. Ja, doch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge nehmen wir ein paar neue Aufträge an. Weil, wenn wir die jetzt vorlesen würden, dann hätten wir die doppelte Folge quasi. 9 Nebenaufträge haben wir. Ich wollte eigentlich mit dem Boot jetzt endlich in die Irrenanstalt rüber und freue mich ehrlich gesagt schon, weil Irrenanstalt in Spielen stehe ich heimlich drauf. Auch in bösartigen Filmen mit Bekloppten, die über die Wände kraxeln und so. Das ist genau mein Ding, deswegen freue ich mich da drauf. Aber ich werde mich selbst ein bisschen auspeitschen und zwar mental, indem ich vorher noch 9 Nebenaufträge mache. Es wird sehr spannend. Ich glaube, wir müssen Sachen klauen. Wäre sehr unüblich in dem Spiel. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön. Tschüss.